dann eben so. Dann eben so. Das war jetzt aber kein Dollarsprung. Oder müssen wir dort auch noch irgendwie den Blubber hinkriegen? Weil irgendwie hätte ich mir jetzt eher vorgestellt, dass so ping, ping, ping hochgehen muss. Irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas fehlt hier noch. Wartet mal. Das dann da raus, dann. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Folgendes. Da rein, da raus, gucken, wo wir aufschlagen. Höchstwahrscheinlich dort und dann pum. Seht ihr, Freunde? Kurz mal nachgedacht, das Gehirn eingeschaltet und schon läuft's. Nur nicht lange. Aha, Portalfläche. Portalfläche. Sprung! Hörst du das? Ja. Oh. Sagen Sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Schüler, aber Angst. Es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Sie waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Oh, dich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte das sein. Na los, packen wir's an. Würfelchen! Würfelchen! Oh, getroffen, meine Güte. Ja, besser. Deutlich besser. Jetzt haut er uns wenigstens nicht mehr ab. Jetzt haben wir da was aktiviert. Was aktiviert das denn? Aha. Aha. Das heißt, wir brauchen jetzt den blauen Blubber. Dann blubbern wir mal dort. Erstaunlich, trotz Wasser dabei funktionierte es. Na ja, gut. Dann blubbern wir hier mal hoch. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Herrlich, wirklich super schön, diese Dialog. Nicht Dialog, Monologe natürlich. Das ist eine Tonbandaufnahme, die mit uns spricht. Was kommt da noch? Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Was für ein schmieriger Kerl. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Und habt ihr auch den Verdacht, dass GLaDOS irgendwie mit Carolyn in Verbindung steht? So, hier könnten wir nicht durch, wäre schön. Wo hin geht hier, ne? Hallo, da steht Exit, ich will raus. Da haben wir auf jeden Fall wieder eine Portalfläche. Jetzt müssen wir mal gucken. Sieht ja schön hier aus, aber es scheint nicht der richtige Weg zu sein. Hopp. Beta. Pump Station Beta.
Das heißt, jetzt gibt es bald das orange Gel. Oh mein Gott. Auf jeden Fall schon mal schön. Wir wissen wieder, wo wir hin müssen. So, müssen wir nur gucken. Schalter, Schalter. Keine Schalter. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Gucken wir. So. Okay. Wie kommen wir da hin? Habt ihr eine Ahnung? Ah. So. Kurz orientieren. Da müssen wir dann drauf schießen. Und zack. Aufzeichnungsgeräte. Alles an. Ich frage mich aber auch, wo würde man so eine riesige Anlage hinbauen? Unterirdisch, das Ausheben dürfte ja eher ein Jahrtausendprojekt sein. Also müsste es doch schon solche Gegebenheiten irgendwo dann vorhanden sein. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, ja, es ist ein Spiel, es ist nicht real, aber gegrüßt, wenn man so eine Anlage bauen will. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Was? Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist. 60 Dollar für eine Yacht. Den wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ja, Black Mesa, ihr kannst mich. Finde ich sehr schön. Finde ich wirklich sehr schön. Man sieht, das Unternehmen hat dann doch deutlich abgebaut, was Qualität angeht bei den Testsubjekten. So, das heißt also... Ach du Schreck. Da! Und! Reicht nicht! Aua! Ja, Mehr Schwung. Was ist da denn eigentlich? Ah, so geht's natürlich auch. Hä? Und reicht nicht. Ich glaube, ich mache aber erstmal eins. Ich will da mal rüber. Dementsprechend. Ab. Hopp. Klatsch. Falsche Seite. Ja, ich mache auch dringend eine Pause so langsam. Ich mache ja nur noch Unsinn hier und das ist auch nicht das Spiel, dem Spiel wirklich. Ja, hallo. Du tötest doch gern, könntest du diesen Vogel für mich töten? Glattos! Oh, danke. Hey, hau ab, du! Juhu. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten
Okay. Oh, Fahrschule. Aha. Ich würde mal behaupten, jetzt dürfte es auch funktionieren. Ein paar Sekunden. So, endlich hier drüben. Tja, GLaDOS ist wieder bei uns. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, ob sie jetzt etwas freundlicher zu uns ist. Denn theoretisch können wir auch einfach Kartoffelbrei aus ihr machen. So, einmal auf den Boden schmeißen und draufspringen. Vorbei wär's mit der kleinen Kartoffel GLaDOS. Das Wiedersehen. Naja, nicht viel. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Ich wusste es. Ja. Okay. Da müssen wir irgendwie rüber. Dafür brauchen wir das und das. Das können wir da oben aktivieren. Okay, dann machen wir das doch mal schnell noch. Ich glaube, diese Kammer sollte noch drin sein. Ich guck mal kurz, Aufnahme. Ja, ein Minütchen haben wir noch. Okay, da brauchen wir aber irgendeinen Würfel. Mal schauen, wo wir den herkriegen. Mit Sicherheit hier. Das heißt, the same procedure. Orange Sitz, Orange dürfen wir nicht umsetzen. Merken. Zack, jetzt müssen wir Orange umsetzen. Orange passt sogar. Wollen wir mal rein vorsichtshalber wieder da Orange hin. Wer weiß, ob wir es gleich brauchen werden. Hopp! Anscheinend nicht. Würfel. Und jetzt kommen wir hier auch raus. Uah! Da müssen wir jetzt also irgendwie hoch. Versuchen wir es doch einfach mal so. Es hat geklappt. Nein. Heieiei. Do not leave your belongings here. Leute, for some 20 minutes. Touch with glass. Ah, super. Du, wear a shirt and shoes at all times. Oh nein, Gott. Nette Regeln. Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Ja. Liebe GLaDOS, da hast du recht. Und diese Ruhe werden wir beim nächsten Mal haben. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Portal 2. Tschö!